choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, immer noch hier in Version 2.0, wo wir auf dem Weg nach Pinakuni, wie auch immer das Ding nochmal hieß, gerade gelandet sind. Ne, wir sind gerade auf dem Weg. In der letzten Folge, in der inoffiziellen ersten Folge, ich weiß noch nicht mal, ob ich das erste Folge nennen soll, weil es ist nicht die erste Folge. Es ist die erste Folge, die ich hier hochlade, aber es ist definitiv nicht die erste Folge von Honkai Star Rail, ne? Weil halt ich schon viel offscreen gemacht habe, ne? Aber ich habe eine so einen Rückblick gegeben, nur so, weil alles passiert ist, ne? Storymäßig, jeder ist ja auf dem Laufenden, niemand hat mehr Fragen, ne? Also ist dann halt nicht notwendig, ne? Und ja, letztes Mal haben wir nicht so viel erreicht, fand ich. Wir haben jetzt so 45 Minuten, habe ich so ein bisschen erklärt, was dieses Spiel ist, wie das Kampfsystem abläuft, was so in der Story passiert ist, ne, und warum ich das überhaupt hier spiele. Und dann haben wir irgendwie so, weil nicht so 20 Minuten lang so ein bisschen Story-Cutscenes gehabt. Heute machen wir mal ein bisschen mehr, ne, und gucken mal, ob wir ein bisschen mehr hier abgeschlossen kriegen. Da ist 7. März, welche wir aufsuchen müssen, um diesen Planeten ja zu besuchen. Wie geht's? Wie steht's? Wir kommen beide mit. Aber sicher doch. Pinakuni. Der Planet der Festlichkeiten. Auf der PlayStation hat man ja irgendwie so ein Ladebildschirm jetzt von diesen Planeten, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie halt Hollywood hier von Honkai Star Rail. Da bin ich mal gespannt. Wer ist diese Familie, von der wir die ganze Zeit hier reden? Das Stellarun ist stabil. Glaube ich. Weiß ich nicht. Das ist ja diese Bestie, die wir absorbiert haben. Also gehen wir jetzt wortwörtlich nur hier hin, um Urlaub zu machen? Du warst in der letzten Gacha, aber ich konnte die letzte Gacha nicht spielen, weil ich halt Pity ansammeln musste. Und ich wollte den letzten Charakter nicht, deshalb ich konnte ihn nicht kriegen, leider. Das ist das Kind aus meinem Traum. Der hat ein Schlüsselloch als Auge. Als Pupille. Ja, Iris, ich glaube Iris, ne? Nennt man das, ne? Pupille ist ja halt farbiger. Wenn du meine Koffer anfasst, bist du dran. So, ich wollte mal ein anderes Team wieder nehmen. Ich wollte halt die Charaktere nehmen. Team aktivieren. Oh. So, dann haben wir jetzt hier eine Karte und da werden auch immer die ganzen Schätze angezeigt. Oh, hier sind nie im Leben 16. Was? Oh. So, und da sind sozusagen illustrose Anz. Das sind neue Ausrüstungsgegenstände. Wundersame Pflanze. In diesem Blumen wächst 3 Tage Schlangenmoos, am Winter Pflanzen der Wiedergeburt. Okay.
Ich weiß nicht an, wir werden hier viel irgendwie finden. Ne? Oh, Truhe. Hier bekommen wir sozusagen Stellare Jade. Ja, das sind sozusagen die Urgesteine von diesem Spiel, womit wir Gacha spielen können. Darüber muss ich mir nicht so viele Sorgen machen, weil ich habe eine Menge Tickets noch. Tickets sind sozusagen diese Schicksale in dem Spiel. Ich komme ja schon. Ich lass mich doch hier umschauen. Erstmal umschauen. Vielleicht treffe ich ja jemanden hier. Ich kann es kaum erwarten, einen Charakter zu treffen. Wow. Das ist so ungewöhnt, hier mit Kopfhörer zu spielen, ne? Ich höre jeden einzelnen Soundeffekt gerade. So. Da seid ihr. Lass mich noch mal hier auf die Seite gucken. Und dann komme ich. Also ja, ich bekomme sehr starke Fontaine-Vibes hier. Also vom Genshin hier. Das Reich des Wassers. Scheint so irgendwie so gleiche Inspiration zu sein, ne? Man kann jetzt auch nicht wirklich sagen, dass einer von den anderen gestohlen hat, weil wir sind die gleichen Macher, also ein bisschen sinnlos. Okay, sprich mit dem Pförtner, um mehr über das Hotel zu erfahren. Pförtner? Ist das nicht für jemand vom Garten oder so? Das ist ja ein Garten. Hm, nee, da soll ich hin. Wo ist denn der Pförtner? Pförtner. Meint die Emir, der ist auch ein Page. Pinakuni ist also. Was? Der ganze Planet ist eine Traumwelt? Also ich habe schon einige Sachen gesehen, ne? Über diesen Planeten. Es ist sehr interessant, um es mal so auszudrücken. So, okay. War doch er. Also man sieht hier natürlich einige Sachen, naja, sind diese ganzen Events. Na gut, an diesem Spiel ist halt, die Events dauern halt ein bisschen, ne? Das Event hat irgendwie 40 Tage oder so hat statt für Zeit, ne? Die ganzen anderen Sachen, die waren alle 40 Tage da. Also er ist nicht wie ein Genshin, wo irgendwie heißt so, neues Event, 10 Tage Zeit. Los, hau rein. Hier ist ja wenigstens Zeit für einige Events. Und ja, kann ich jetzt nicht sagen. Man kann Events sogar noch mal spielen in diesem Spiel, wenn man die verpasst hat. Wieder eine Sache, die dieses Spiel besser macht als Genshin. Das ist gar nicht, warum ich überhaupt Genshin spiele. Mir macht dieses Spiel ja viel mehr Spaß, ganz ehrlich. Vor allem das simulierte Universum. Sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen zu erklären später. Ja, dann Hang ist nicht da. Ja, ich bin dann Hang. Ne, warte mal. 1, 2, 3. Hä, was mit mir? Ja, ich bin dann Hang.通りで登録情報に彼の名前がないわけだ。ああ。ファミリーに返信した時、彼はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ?俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか?これなら人数も変わらないだろう。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。 Die Lanze des Architekten zeigen. Ich weiß nicht, wie das einem helfen soll. Die Lanze des Architekten zeigen. Ja,
Guckt er meine riesige Lanze an. Ich glaube, du bist auch ein Charakter, der irgendwann rauskommt. Es kommen viele Husbandos raus in Zukunft. Ich habe es bisher aber nur auf einen Charakter abgesehen, den ich kenne bisher. Beziehungsweise den ich noch nicht kenne. Aber ich nehme an, wir treffen den Charakter bald. Intergalactic Peace Conference heißt das, glaube ich, IPC. Jetzt haut ihn einfach einer rein. Ich meine, das Tisch. それほどすごい人なら私たちのために便宜を図ってくれない。僕の聞き間違いかな。便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど、もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するか分かるかい？きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言貴重な時間を節約。それは面白い。 Das bedeutet für dich mehr Umarmungen. それで、その友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士。まずは、それから、ゆっくり、お互いのことを理解していくのはどうかしら？構わないよ。でも、ナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。 僕が手を出せば、その節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？でも、マイゴッド、ヴェルト、ハウイン、アンファミタイン、ゲイストック、アイン、ウバ。友達、そう。友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。 これからの僕のピノコニーの旅は君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ああ、verdammt, jetzt schulden wir dir den Eingefallen. Gott, verdammt. そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの男性をチェックイン。Ich finde cool, dass er so einen Roulette-Tisch auf dem Rücken hat. Herrn Sonntag? Ich muss unbedingt wissen, wer diese Familie ist, von der die alle reden. Dich habe ich in meinem Traum gesehen. Ich wusste, du bist ein wichtiger Charakter. ピノコニーで最もハンサムな男サンデー。それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって。本当に面白いわね。Sind das die Ayato und Ayaka von diesem Spiel?
Sprech mit Aventurin. Wo bist du hier? Wo mein Controller? Schon gut, das war halb so wild. Gerne. Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht mein bester Freund. Das nehme ich gerne an. Hey, mein bester Freund, na? Mein 10.000 ist nicht so viel, aber hey. So im Verhältnis von denen, ich baue so ungefähr 300.000 irgendwie mittlerweile. Um die Skills von einigen Charakteren hochzuleveln und so. Aber hey, 10.000. Traumtelefon. Ein Traumtelefon zur freien Benutzung, mit dem man Anrufe verschiedene Augenblicke tätigen kann. Es heißt, dass die Ziffern auf die Wählscheibe während des Anrufs zum Leben erwachen. Du wirst mit dem Augenblick der Sterne verbunden. Wir wünschen dir eine siegreiche Spiele beim Roboball-Wettbewerb. Ach, ich dachte, ich komme da irgendwie weit. Aber manchmal sind richtig, richtig witzige Sachen hier bei einigen solchen Interaktionen. Der Hauptcharakter ist zum Beispiel dafür bekannt, im Müll rumzuwühlen. Auf Bellabock gibt es überall so Müllkannen und die, mit denen kann man alle interagieren und die haben alle irgendwie verschiedene Sachen. Richtig lustig, ey. So, da muss ich mal ganz kurz. Da musste ich mal ganz kurz zur Tür rennen, weil ich ein Paket bekommen habe. Schön. Und ja, alles klar, weiter geht's. Wir müssen mit ihr reden, Robin. Autotext. Süßer Fratz. Definitiv ein spielbarer Charakter. Der Typ heißt Sonntag. Muss ich mal an diesen einen Film Fahrenheit denken, wo der Hauptcharakter Montag hieß. Ich habe den Film in der Schule geschaut. Ich will ein, ich habe das Gefühl, ich war der Einzige, der irgendwie durchgedreht ist, als ich den Film gesehen habe. Sie sieht aus, als wäre sie irgendwie ein Charakter aus Fire Emblem irgendwie. Also nicht. Aufmachen, diese Ringe am Rücken, Kopf, was auch immer es sollen soll. Sind die beiden Engel? あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが、俺たちだけ部屋はアップグレードするのはまずいんじゃないか。同じように招待を受けた方々も少なくないと聞いているが、ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として。 Mit der Annahme da.
mit der Registrierung meine ich. Das Ganze habe ich ganz schön geschafft. Haben alle Mitglieder der Familie so seltsamen Namen? Dann frage ich mich, ob zwei andere Charaktere, die ich bisher kenne, auch Mitglieder sind, weil die auch sehr exklusive Namen haben. So, geh da hin und check dich nochmal ein. Okay, Dennis. Guten Tag, werte Gäste. Ich bin Dennis, der Lobbymanager des Hotels. Ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wie darf ich dir helfen? Welchen Service bietest du an? Als Lobbymanager ist es meine Aufgabe, die Bedürfnisse unserer Gäste zu erfüllen und ihnen bei anfallenden Problemen zu assistieren. Da du neu hier bist, nehme ich an, dass du dich im Hotel noch nicht so gut auskennst. Gestatte mir daher ein paar Tipps zu geben. Solltest du Hilfe bei deinem Zimmer brauchen, kannst du dich an die Rezeption wenden oder das Selbstbedienungsterminal in der Lobby in Anspruch nehmen. Für Fragen zum Eintritt in den Traum wendest du dich bitte an Giovanna. Giovanna? Der Typ mit dem Traum? Die Oberschwester der Traumambulanz. Sollte es zu Problemen mit anderen Gästen oder in Hotelpersonal kommen, kann dir Corti, unserer Sicherheitschefin, weiterhelfen. In der Lobby steht ein Traumtelefon zur öffentlichen Nutzung bereit, mit dem du Anrufe bestimmte Augenblicke tätigen kannst, ohne die Traumlandschaft selbst betreten zu müssen. Vielen Dank. Sehr gerne, das gehört alles zu meinem Job. Solltest du genau Angriffskünfte brauchen, benutze doch meinen Traumpass. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wollte eigentlich hier mich. Also, boah, ach, mit ihr, boah. Der Typ da im Hintergrund, der am Laufen ist. Das ist ein Traumpass. Funktioniert das? Tut mir echt irgendwie in so eine Traumwelt irgendwie so eintauchen oder so? Ich gucke mir ja Trailer und so weit alles nicht an. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Das Mädchen neben mir mag es, Fotos zu machen. Und dann mal los. So, Traumpass. Der Angebot zur Tonne hat jeder Gast im Hotel. Okay. Du hast in der Hotelrezeption einen Traumpass erhalten. Öffne ihn und sieh ihn dir an. Okay. What? Der Traumpass wird automatisch auf dein Handy installiert. Hier kannst du ihn öffnen. Oh, Einladungsbrief. Lieber Traumgast, willkommen auf Pinaconie. Von dem Moment an, in dem du einen Fuß in unseren Hotel Reverie setzt, hat sich bereits der Vorhang für deine herrliche und traumhafte Reise gelüftet. Es ist nicht leicht, die Hektik des realen Lebens abzulegen, und es braucht auch außerordentlichen Mut, um die Entscheidung zu treffen, sich mit ganzem Herzen auf den Traum einzulassen. Wir können dir versprechen, dass dich, dank der sorgfältigen Vorbereitung der Familie, nur süßer Nektar und sanfte Melodien erwarten. Wir wünschen dir, dass du alle Sorgen deines irdischen Lebens hinter dir lässt, eine Flasche klassische Seelfroh öffnest und dich zurücklehnst, um in den Genuss von Pinaconis Traumwunder einzutauchen. Ich traue dem irgendwie nicht. Bitte stell dir sicher, dass du folgende Traumanleitung gelesen hast, bevor du das Traumbecken verwendest. Bleib ruhig. Starke Stimmungsschwankungen können zu einem unerwarteten Gefühl im Traum führen, zum Beispiel Fallen, Schwerelosigkeit, Schmerzen. Bitte im Traum liegen mit dem Gesicht nach oben. Versuche nicht, den Traum auf dem Bauch zu liegen, kniend oder in einer ungewöhnlichen Position zu treten, um das Risiko des Ertrinkens zu vermeiden.
Bitte nimm vor den Träumen kein Schlafmittel oder ähnliches ein. Die Flüssigkeit im Traumbecken hilft beim Einschlafen, sodass keine Medikamente erforderlich sind. Bitte wende dich an das Hotelpersonal, wenn du lange Zeit nicht einschlafen kannst, obwohl du vollständig in der Flüssigkeit eingetaucht bist. Bitte betritt den Traum nicht nackt. Deine anfängliche Erscheinung im Traum wird dieselbe wie der Zeitpunkt des Einschlafens sein. Um die anderen Gäste nicht zu erschrecken, achte bitte darauf, dass du dich ordentlich angezogen hast. Bitte ahme nicht die Identität anderer nach. Die Familie respektiert die Identität und Privatsphäre aller Gäste. Bitte versuche nicht in deinen Traum eine falsche Identität einzunehmen, andere Gäste anzugreifen oder zu beschimpfen. Im Namen der Familie Fleischmord, Alfalfa, Nachtigall, Bluthund und Iris wünschen wir die angenehme Träume. Ach. Die Natur reparieren wir, bla bla. Okay, jetzt gut. Wir schauen uns mal Unannehmlichkeiten, alles klar. Ah, und wo sei es? Muss ich ja Fragen beantworten. Da gibt es zu den Sehenswürdigkeiten. Bei Aufregung zu. Okay, langsam jetzt ein bisschen. Ich glaube, das hat irgendwie was mit einem Event zu tun oder so, ne? Und diese Säcke, um die Seiten des Traumpasses zu dekorieren. Ja. Ja. Und ja. Okay. Okay. 45%, da muss ich halt noch ein bisschen weiter spielen. Ich glaube, da hat irgendwie was mit einem Event zu tun oder so. Tutorials, wer braucht denn sowas? So, Traumpass. Was ist denn noch hier? Ja, habe ich doch gerade. Okay, dann mal auf zu meinem Zimmer. Zu, warte mal. Wenn wir Fragezeichen sind, dann sind nochmal Quests oder so. Dieses Hotel ist noch luxuriöser, als ich mir vorgestellt habe. Können wir uns das wirklich leisten, Vater? Mach dir keine Sorgen, Penny. Ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet und nur für diese Reise gespart. Was ist los, Penny? Du kannst doch noch mehr erzählen. Naja, ich habe gerade nachgedacht. Mutter, ist sie wirklich hier? Ist das der Ort, an dem sie all die Jahre gewesen ist? Ja, so muss es sein. Sobald ich den Namen Charlotte, die Traummalerin, gehört habe, wusste ich, dass sie irgendwo hier sein muss. Penny, das sollte was auf den Herzen. Verrat's mir, ich bin dein Vater, du kannst mir doch alles sagen. Vater, glaubst du, diese Reise hat sich wirklich gelohnt? Wir haben fast unsere ganzen Ersparnisse für die Reise ausgegeben und das ist was... Und was ist, wenn sie nicht mit uns nach Hause kommen will? Sie hat uns ohne ein einziges Wort verlassen. In allen Jahren hat sie nicht ein einziges Mal versucht, uns zu kontaktieren. Außerdem fehlt mir nichts. Wir sind doch glücklich, wir beide allein. Wenn es nicht diese alten Fotos gäbe, hätte ich schon vergessen, wie Mutter aussah. Penny... Tut mir leid, Penny, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kann es nachvollziehen. Es ist nur so. Ich muss einfach herkommen, Penny. Ich liebe Charlotte, deine Mutter. Jetzt, wo ich weiß, wo sie ist, muss ich sie finden. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Ich bin jetzt schon wieder reingezogen in irgendeine Quest. In Ordnung, Vater. Komm, schicken wir ein. Danke, Penny. Das klingt wie etwas, was nicht mein Problem ist. Gehen wir zu meinem Zimmer. Wo ist mein Zimmer? Da ist mein Zimmer. Falsche Richtung. Okay, dann sind die schon wieder. Ist also so was von irgendwas Böses. Wir werden in Träume gefangen. Oder Träume werden Realität. Irgendwie so was wird doch hier passieren, ne? Wie viel wir wetten? Ja, kann doch schlecht ausgehen. So, neues Gebiet. Oh. Neues Gebiet. Oh. Okay. Nehmen wir nur 16. 4 von 16. Wollte schon sagen. Ja, man könnte auch unmöglich 16 Thronen sein. Aber es sieht gut aus. Ich bekomme ja die ganze Zeit Ausrüstungsgegenstände, die neu sind. Aber ich benutze die sowieso nicht, weil die halt leer sind und ich benutze nur goldene.
aber ich will ja Erfahrungspunkte und also was. Wow, bist du Dr. Blues? Du bist auf einem blauen Vorhut, allerdings nicht so aussieht, als würde er in nächster Zeit sprechen. Wer bist du? Natürlich, ich bin schließlich ein Origami-Vogel. Du kannst mich Dr. Blues nennen. Verstanden. Genau, vergiss das niemals. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Wenn es Unklarheiten gibt, kannst du diese Vögel auf den Mammutbaum fragen. Ich glaube, sie werden deine Hilfe bei ihren Angelegenheiten benötigen. Nachdem du ihnen geholfen hast, die geforderten Anzahl an Origami-Vögel zu finden, gebe ich dir eine Belohnung. Da steht unter dem Abschnitt Handlung. Das Vögelchen flattert mit den Flügeln und will dich scheinbar zum Gehen auffordern. Okay, ich nehme an, das ist so eine Art Nebenquest, ne? Oder irgendwie so was für ein Erfolg. Was war das? Werde ich die Augen aufhalten, ne? Irgendwie so. So wie die Mülltonne in Bellaborg. Die Dialoge in dem Spiel sind richtig, richtig Hammer. Sie sind ein bisschen zu lang, aber richtig witzig. Das Spiel ist auch, ist so ein bisschen am Memen manchmal. Wir hatten richtig cool Nummer. Ich hoffe, da sehen wir mal ein paar Sachen von. Aber erstmal machen wir die Story weiter. Ich hab bestimmt, ich habe die Hälfte der Schätze. Ja, ist ein bisschen groß, ja. Noch ein VIP Lounge. Oh. Sternkarte aktiviert. Das heißt Schnellreise, ne? Wow. Hey, das ist doch der Raum, den wir im Traum gesehen haben. やっと着いたわね。みんな、とりあえず部屋に荷物を置きましょう。ベルトは私と先に一杯どう？キノコニーはスラーダが有名なのよ。話してみろ。俺たちは同じことを考えているかもしれない。列車が受け取った招待状を覚えてる？ああ。 Aber was ist nochmal der Planet, wo wir ursprünglich hingehen wollten, wo uns Kafka irgendwie gesagt hat, nee, geh mal erst dahin. Wurde er schon wieder verlegt? Wenn wir jemals zu diesem Planeten hingehen? Oder war dieser Planet hier?生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状は、オルゴールで、ゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音声が流れるというものだった。でも、私たちの手元に届いた招待状は、 少しおかしくて再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。その雑音をタッピングしたら列車が跳躍する時の重力波の周波数と完全に一致したの。そして列車のエンジンの空間距離を計算したところ、さっきの一文が得られたってわけ。七シビトがよく使う救援要請の手段だ。 Maskierte Narren, da sind doch hier Masked Fools, das sind doch hier. Ist das nicht ein Aeon hier? Das ist einer von den Göttern hier. Zu dem Pfad, den die Leute hier folgen, die Religion. おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、同じように解読したんだろう。もう一つ気になっていることがある。招待状に言及したとき、あのファミリーの意思決定者はピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的管理者として問題ごとを解決する義務があると言った。今考えてみると、 あの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに彼の横にいたロビンという女性、歌のことはわからないが、
彼女の声は少し変だった。ステージで歌を披露する歌手が、あんな声してるのか。Die hat es bemerkt。あんたは、ファミリーが招待状の差出人ではない上に、何か隠し事をしているんじゃないかって疑って。Sag du jetzt irgendwas Krummes am Laufen。ありえない話じゃない。ファミリーが他の派閥を招待すること自体、普通ではないからな。姫子の発見は、第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。Ah, ich will ihn auch in mein Team haben. Ich finde ihn voll cool. 子供たちに伝えないんだ。これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら。Er ist in der Standard-Gacha, aber jetzt die Wahrscheinlichkeit, ihn zu kriegen, ist immer voll schwierig. Gleiches Problem mit Mona in Genshin Impact. Aber sie habe ich bekommen. Kai Tak to kankei shiteiru kamo shirenai.Ey, so itta wa ne. Ja, was redet ihr? Dakara shuppatsu suru mae ni Mitsuki-chan to Tanko ni o hanashita no. Naruhodo. Shiranakatta no wa ore dake ka. Solange galaktischer Baseballer hier ist, haben wir nichts zu befürchten, obwohl ich den Pfad gar nicht mehr benutze. Ich benutze immer nur die Lanze. Pinokoni no josei wa fukuzatsu da.慎重になった方がいい。一体どの勢力が招待状を送ってきたのか、多くの派閥をピノコニーに集める目的は何なのか。Vielleicht hat sich jemand gegen die Familie gewendet。今回の旅は謎だらけね。もう少し事実が明らかになるまで、むやみに行動することは避けた方がいいわ。当面はパムに頼まれたことに集中して。情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。何枚Urlaub。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地。ほとんどの人は一生来られないような。Ich bin sehr dankbar, dass ihr mir diesen Träumen auf sich hat, diese Traumwelt betreten oder. 部屋に戻って休んで準備ができたら無境に入りましょう。Alles klar. Dann will ich darüber reden. 部屋に戻らないと夢の中に入る前にもう少しみんなと話しておこうかな。どうしたの？まだ眠らないの？部屋が見つからない？それとも私と話したいことでもある？予想外のことが重なった。Dann brauche ich ja nicht mit euch. Nee, erst gar keine Truhe. Nein, das sah von beiden so aus. So.Muss Welt, da ist Welt. ここの装飾はなんというか少しうるさいな。これが銀河の上流階級の暮らしなのか。Vornehm Sternbewohner. Okay. のドリームプールから。なんか。もう部屋に戻ったのか。Nein. Soll ich so da umgehen? Dann gehen wir erstmal da ein.Du hast mich geredet. Ich habe so geflüstert, als ich vorbeigelaufen bin. So, ach, guck mal, der da. Der galaktische Baseball. Mehr Ressourcen. Kriege ich eigentlich wieder hier irgendwie so was, was ich gegen Geld eintauschen kann? Oder Belohnung? Da gibt es ja für jeden Planeten so was. Oh, da ist.Giovanna. Von der habe ich doch gehört. Denn die bestätigt. Verehrter Gast. Willkommen im Pinakuni, verehrter Gast. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt in der Traumlandschlacht. Ja, du bist einer von den Leuten, die, die mir helfen sollen, ne? Mehr, wenn mir irgendwas fehlt oder so, ne? Mehr hat es nimmt anscheinend ein Bad.Aber wir haben alle ein eigenes Zimmer. Was hat Merzes Zimmer? Soll ich da reingehen? Okay,
Mal gut mit dir geredet zu haben. So. Ah, super. Schon wieder er. Ist das dein Zimmer? Diese Wanne gehört mir. Leck ich die einfach so ab. Ist meine. Naja, er hat ja auch bezahlt, also von daher. Naja, hat er mir einfach 10.000 Credits gegeben, also. Du warst derjenige, der es mir überlassen hat. Wer war da dabei? Hallo? Seine mich irgendwie an John und Giovanni. Giovanna. Mit dem Herz auf der Brust. Jojo Part 5. Hotel Reverie no Shukuhaken wo Teri Tamini Hanse wo Zuyas Teri Tomo. Kokoni Tomare no Ado Yu Hitotachka. Yoku Kangate Miritoi. Bokuga Ura de Teo Mawasana Kereba. Family ga so you Omonotacho Tekini Mawastema de Kimimita in a Manekarezaru Kakuni Monko Hiraku Waking and Idaro. Dakara Hora. Swat the Hanasio Shio Janaika. Worüber möchtest du reden? Kaskoi人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコには見た目ほど単純じゃない。ここには あちこちにファミリーの手のものがいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ?僕の目的は単純明快。カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと損後の加護を得ることができる。Und wenn nicht? 何しろ君は他の人とは違うからね。 君は特別。そう。このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい?あ、ワイスターフォンデムステラロン?それから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか、思ったことはないかい?誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格君。そうだろ? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Erlaube mir erst, diese Schatztruhe in mein Zimmer zu öffnen. それも 君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。 Ich kann diese Entscheidung nicht allein treffen. 言っただろう。今すぐ答える必要はないって。だって Ah, verdammt, warum mussten wir mit dem Typ reden? Dieses ganze Problem hätten wir nicht, wenn ich einfach gesagt hätte, ich werde da anhangen. Nani?お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。 Kling, ein Schlipp fliegt durch die Luft, verschwindet blitzschnell wieder an sicherer Stelle, zwei Gewaltfäuste sind direkt vor dir. Sollte man mich? Sollte ja, Kotai, hab ich auch.
ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら。ゲームはもう始まっているからね。あ、ich dachte, er würde irgendwie。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい。私の部屋で何をしている。君の部屋？すごいな。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる。Was ist hier schon wieder los, Mann? つけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてるやつも多いから、十分に気をつけた方がいいってね。例えば、ドアを閉め忘れる。Wieso sagt mein Aufnahmeprogramm Rebirth your stream for Final Fantasy 7? お兄さん、楽しい時間を過ごせますように。Warum sagt mir das Spiel irgendwie, woher weiß das Spiel, dass ich Final Fantasy 7 Rebirth habe? Ich habe noch nicht mal ausgepackt. Danke. Was? 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 Ist das jetzt mein Zimmer oder nicht? Warum ist das schon wieder rot? Ist er von irgendjemandem kontrolliert? Ist diese Person vielleicht die Person... Hä? Ist es die Person, von der ich denke, dass es ist? Ich habe irgendwo ein komisches Gefühl bei der Sache. Dieser rote Text macht mich irgendwie nervös. Kennen wir uns? Mein Gott. Vielleicht in einem Traum. Woher weißt du? Bin ich etwa so berühmt? Nein, leider nicht. Niemand erwähnt meinen Namen. Warte mal, was hat sie überhaupt gesagt? Sag gar keinen Namen. ジュンカイレンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。オッケー。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には。 私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷きオールインに打って出る。オールイン？私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ。私はこれで失礼する。オッケー。って言ったけど、おかしい。
さっきからずっと変な感じがする。まあいいか。いろいろあったけど、これでようやく眠れる。ん？Und schon sehen wir uns wieder. その、すまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りのロビーは、weiß ich selber nicht. 本当によく似ていて。Sagt auch schon den Weg und sie bedankt sich immer wieder bei dir. やっと終わった。無教パスポートのガイドの通りに。ドリームプールを操作しよう。Neuer Sticker, hey. Den kann ich auf meine Dings hier einpacken. Ja, ich weiß, ich weiß. Kann sowieso noch nicht 100% erreichen. Ich kann noch nicht 100% erreichen. Erstmal. Das ist ein Augen des Blutes, strahlen ein Blutrotzlicht aus, was für eine unheimliche Atmosphäre sorgt. Also die Statue Brüst löst sich plötzlich in Luft auf. Also nur schaut so bei einem blutroten Anblick. Oder ich dachte, hier einsammeln. Codex-Eintrag. Oh, Musik. Lustprinzip. War ja nicht gerade nur eine Truhe irgendwo. Ich habe gerade hier irgendwo eine Truhe gesehen. Okay, ich nehme an, wir tun noch halt hier. Also die Traumwelt hier betreten, dann tun wir mal treu. Du näherst dich in Traubecken und hörst die schöne Stimme einer weiblichen Sängerin aus allen Ecken des Zimmers hallen. Ein angenehmer Duft liegt in der Luft. Die Kombination dieser beiden Dinge berauscht deine Sinne. Der Duft ist süß, stark und luxuriös. Er nähert dich an reife Früchte und einen fernen Ozean bei Sonnenuntergang. Vielleicht ist es Zeit, den Traum zu betreten. Ja, du rollst dich zusammen und legst dich in die Mitte des Traumbeckens. Die eiskalte Flüssigkeit reicht dir bis zum Bauch. Die sanfte weibliche Stimme flüstert dir weiterhin ins Ohr und du wirst von und wird von den Abendglocken begleitet. Der starke Weg durch die karge Ebene, während die Nachtigallen singen und die Möwen, Schwänen und Raben in den Chor einstimmen. Das Pendel schwingt. Du fragst dich, welcher Traum du wohl betreten wirst und wirst immer schläfriger. Schau mal. Ich glaube nicht, dass das so gut ist hier. Ratio, da wird der Ratio genannt. Oh, ja, er tut normalerweise so eine Steinmaske immer tragen. So, der Nainer. 僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな。やかましい奴に友人などできるものか。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも一二を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく。Nein, er sieht aus wie John und Joanna.そのクジャクの羽も誰かにきれいにむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか。ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい？帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。
たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。亡くなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ、君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも、君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか。へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ。安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ。今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ、協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか。なら君は僕を信用するかい。それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。Er schon wieder in der Truhe. Mama, die landet nicht da. Das ist ein anderes Zimmer. Ich habe mich nicht verletzt. 僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデン・オブ・リコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイト・ギャングは望み薄かな。Ritter der Schönheit. Ach, dieser eine Typ. Aber seine Companion Quest. So ein rothaariger Ritter. そういえば、さっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君、ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。Er ist weg. Wir schon gedacht. そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ。どうやら自分でやるしかないみたいだ。OK。ここが夢の地。そう。なんか。不気味な雰囲気だな。それにさっき変な音がした。あ、jetzt bin ich hier wieder. Hier war ich doch vorhin. Also vorhin im letzten Part. これはメモか。Das Unglück ereignet sich in Träumen. Finde es und dein Zuhörer werden dir dankbar sein. おい、僕が見えますか？こっちです。What? Wo bist du?覚えのある声がした気がする。それはパージャ。Was ist hier, wenn ich hingehe? Wow, Tür scheint sich von innen nicht öffnen zu lassen, aber sie ist doch offen. Gott, warum ist das schon wieder so? Wird wahrscheinlich ein Albtraum hier sein, ne? Wow. Ah, 来てくれたんですね。Wow. よかった。気づいてもらえないかと思いました。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。der ganze Ort hier sieht seltsam aus。ここは一時的な中継ステーションなので少し簡素に見えるかもしれませんね。ich gerade in dem Isekai 境内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。
滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けばきっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。Wie betrete ich denn die goldene Stunde? この門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。忘れられない夢を楽しんでください。 Okay, dann gehen wir noch mal kurz da und gucken, was da ist. このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるのか。Aber da, da will ich wenigstens noch sehen. Boah. Dann zeig mal. Wenn ich meine Kollegen auch da treffen, oder lande ich in einem Albtraum? Boah. Ist es normal, dass ich vom Himmel fall? Da war doch die Yamcha-Pose von Dragon Ball. Als sie am Schuh von dem Cyberman getötet wurde. Boah. Ich habe keine Schmerzen. Hey, Leute sind einfach vorbeigelaufen, ne? Ja, schon wieder jemand. Robin nickt ihrem Vorgesetzten leicht zu, dann richtet sie ihre wunderschönen grünen Augen auf dich und lächelt. Dir wird schwarz vor Augen. Dein Herz schlägt heftig, dann spürst du, wie sich dein Körper in die Frequenz der Traumlandschaft anpasst. ASMR. Eine angenehme Wärme breitet sich in deinem Innern aus und erfüllt dein ganzes Sein. Deine Melodien werden langsamer und verklingen wie ein Schlaflied. Eine siebenfarbige Illusion führt sanft die Oberseite deines Körpers und schließt dann behutsam deine Augen. Du fühlst dich wohl und fällst in einen tiefen Schlaf. Du öffnest deine Augen, fühlst dich so quick wie noch nie. Die Probleme von eben scheinen dir wie aus einer fernen Erinnerung. Was soll das heißen? Was hast du gerade mit mir gemacht? Jetzt mal, wenn ich versuche zu schwimmen, habe ich das immer verlernt. Bedeutet das, dass ich in der Luft schweben kann? Bekomme ich den Weg der Harmonie hier? Mein Hauptcharakter irgendwann. Ja, wäre doch
人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで、兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、okay, cool. あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。じゃあね。Sind meine Kollegen. Nope. Ich gerade von denen rede. Hey, hey, super. Sogar unsere Träume können wir uns Nachricht senden. Ist er schon da? Ich bin hier. Yeah. Ich habe Himiko und Herrn Yang kontaktiert. Sie befinden sich in verschiedenen Träumen. Ich bin im Augenblick der Dämmerung. Ich möchte mir die Auktion ansehen. Es wäre so kompliziert, einen Treffpunkt zu vereinbaren. Wir sollten uns aufteilen. Wir sind in der goldenen Stunde. Ich habe gehört, dass der Traumlandschaft-Shop dort sehr bekannt ist. Kannst du ihn bitte für mich ansehen? Bitte, bitte. Wenn er von Interesse ist, gehe ich gleich als nächstes hin. Okay. Neue Musik. Boah. Schön. Kodex. Sticker. Ah. Ah, diesmal sag's mir nicht. Nein, hier. Sticker. Dr. Ratio. Bonk. 65%, nur ein, nee, zwei Charaktere. Großer Verschwender. Irgendwas ist hier ein goldenes Stunde, das Pozitär zu mir. Sag mir, wo ist dein erster Blick von dieser Stadt? Liebe auf den ersten Blick. Du hast dich auf den ersten Blick in die goldene Stunde verliebt. Und wer würde das nicht? Die meisten Leute fühlen sich genau wie du. Ja, wat? Oh. Seele Froh Classic. Ist aber keine Fonta wie in Genshin. Schauen wir mal meine Folge an. Erinnerst du dich an mich? Du begibst dich zum Beginn deiner Reise eine unerwartete Person. Erreicht die goldene Stunde Trailblazer in der im Land der Träume. So, Mädchenfalls, bescheid zum ersten Mal eine Fähigkeit Traumblasen in Traumblasenbrücke. Okay, so, aber ich würde sagen, das hier werden wir beim nächsten Mal gucken. Jetzt haben wir jetzt endlich mal geschafft hier diese Traum. Was so? Kapett. Oh. Sehr cool. Also ja, erkunden können wir hier beim nächsten Mal, nehme ich an, ne? Was hier? Hanus Abenteuer. Ja, ich glaube, das ist alles hier mit dem Event irgendwie. Hat da was zu tun, ne? Da halte ich mich erstmal fern. Gut, dann würde ich sagen, Pelakoni. Wow, ist da oben auch eine Stadt? What? Okay, ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir hier Pelakoni ein bisschen erkunden, ne? Und gucken, was hier so abgeht, ne? Cool, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Oh. Das ist richtig cool, ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Highscore. Yes.